Kapitel wird geladen. Wie bitte, Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Mark. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Merk. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey! Mark! Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. Bin fast da. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche herauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Okay, wir begeben uns jetzt also auf die Suche nach unserer Schwester. So, und eigentlich ist es doch mal wert, ne, dass man hier mal den Blick über die Stadt schweifen lässt. Es ist zwar, wie gesagt, einfachste Grafik, hat aber einfach ein unglaubliches Feeling. Eigentlich wirklich, so ein Feeling findet man sehr, sehr selten heutzutage. Muss ich schon sagen. Dafür, dass das Game ja schon so alt ist. Ist zu alt, 2008. Wow, alter Schwede. Damit hätte ich nicht gerechnet. Yay! Gut so, weiter geht's. Also wie gesagt, es hat ein sehr, sehr unglaubliches Feeling. Vor allem der Sturz in die Tiefe und der plötzlich eintretende Tod sind sehr cool dargestellt. ich hoffe mal, es dauert nicht allzu lange, bis ich hier wieder drin bin, aber... Ich denke, das packen wir, Freunde. Und abrollen. Und Warnung Hochspannung habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Oh, und gerade so drüber gekommen. Und festhalten! Oh, Alter. Drake meint, es gäbe Stress am West Island bei Pope's Haus. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig. Keiner weiß, was da vor sich geht. So, okay. Wir müssen also zu Pope. So, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, wo ich lang muss. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Ah, okay. Aber Veränderungen gefallen vielen Leuten nicht, wie wir wissen. Ich nehme mal ein bisschen mehr Anlauf und dann jump ich da mal rüber und guck mal, ob ich es schaffe. Und... Ja! Wow! Und Jumpkick! Ich könnte die Türen auch so aufmachen, aber es ist ein bisschen cooler, wenn ich sie aufdrehte. So. Und jetzt hier durch die grünen Räume dieses Gebäudes. Und ab in den Fahrstuhl. Bin ich jetzt mal gespannt. Hier gab es einen Schusswechsel. Planen Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum New Eden Einkaufszentrum? Dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden Halt machen. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden. Ein kleines bisschen vom Paradies. Ah ja, The Taste of New Eden. Ja. Klingt für mich überzeugend. Und irgendwie scheint hier niemand zu sein. Oder doch? Kate! Was machst du denn hier? Was ist? Hast du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit!
der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht... Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich! Jetzt geh! Und Faith. Danke. So, und auf geht's, Freunde. Raus aus dem Gebäude, Faith. Los! Oh Mann. Jetzt mit Höchstgeschwindigkeit hier durch die Gänge. Das Wortteam rückt vor, Faith. Such einen Weg daraus. Ja, ich bin ja dabei. Nur mit der Ruhe, Merk. Alter. Scheiße. Los. Schneller, schneller, schneller. Vorne ist ein Aufzug. Ah, der ist aus. Ganz normal. Durch die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Ah, wunderbar. Die Buchhaltung also, hm? Okay. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Scheiße. Jetzt muss ich aber rüber. Oh, komm! Los! Alter! Schneller, 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 schneller! Scheiße, wie komme ich da hin? Nein! Ach so, ah, okay. Na, komm! Ja, 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 ja! Komm, 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 Faith! Puh! Das war knapp, Freunde. Aber noch sind wir nicht draußen. Komm rein, schnell. Und hier runter. Ah, fuck. Diese miesen Bastarde. Was, 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 was? Los, jetzt raus hier, raus hier. Raus, raus, raus. Oh. Oh. Ei, 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 ei. Oh. Alter, 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 alter! Spring! Oh. Nein, 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 da lang, da lang, da lang, da lang! Oh Mann, ey, oh Mann, ey! Kacke! Los! Jump! Abspringen, runter! Abrollen! So, los! Und, boah, Freunde, für euch sieht es wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm aus, aber ich muss hier ständig alle möglichen Tasten drücken. Für jede einzelne Bewegung ständig was anderes. Und jetzt, komm, 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 komm! Lauf los, Mädchen! Ja, 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 ja. Hör auf, mich als Mädchen zu bezeichnen. Und abrollen. Und in die Ecke, schnell. Ich habe jetzt mindestens ein bisschen Schutz von dem Feuer. Von dem Beschuss der Feinde.
Oh, scheiße. Scheiße, wohin müssen wir? Ah, dahin. Okay. Okay. Boah. Und nach oben. Los jetzt, los jetzt. Zumindest kommen die hier mit Hubschrauber nicht rein. Hoffe ich. Na? Und hoch. Los geht's. Und wir gehen darüber. Wow. Heilige Scheiße. Ja. Abrollen und durch die Tür. Was? 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 Freunde, ich glaube, das war ein Grafikbug, kann das sein? Tatsächlich, da war ein Grafikbug gerade. Also nicht meine Schuld. So, jetzt ist der Gang wieder da. Komm schon. Tja. Tja, ihr Idioten. Oh, ja, die Fahrstuhltüren halten. Sehr schön. Okay, du kannst durchatmen. Was für ein Chaos. Ich glaub's nicht, dass es Pope erwischt hat. Diese verdammte Stadt. Du kanntest ihn also. Du hast hier in ein Wespennest gestochen. Nimm die Brücke über die Straße und lauf zur Centurion Plaza. Bin dabei. Runner entkommt vom Tatort und wird verfolgt. Newsflash. Oh, erinnert mich an Newsbash. Wer das kennt. Ich hab jetzt Zeitwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja. Boah. Huch. Und auf mit der Tür. Los. Boah. Eieiei. Sie versuchen dich einzukesseln. Schlag dich zur Plaza durch. Eieiei. Los. Sie versuchen dir den Weg abzuschneiden. Schlüpf durch. Hey, schnell. Über die Fußgängerbrücke. Alter, Freunde, das ist der Flash. Wenn ich ab und zu mal ein bisschen wenig rede, ne? Dann... Dann heißt es schlicht und ergreifend, dass ich gerade ein bisschen zu konzentriert bin. Ich muss hier echt konzentriert sein, sonst... Atme gleichmäßig weiter und lauf, Faith. Sonst packe ich's nicht. So, los, da lang. Los, 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 Faith. Egal, was hinter dir ist, lauf einfach weiter. Ich will gar nicht wissen, was hinter mir ist. Eine ganze Herrschaft Polizisten wahrscheinlich. Auf der Plaza müsste es einen Ausgang auf die Bahnüberführung geben. Creek kommt auf die andere Seite und holt dich raus. Okay. Centurion Plaza. Wir scheinen es fast geschafft Kopf zu haben. Raus, Kleine. Scheiße, Bullen. Dran. Eine nach dem anderen. Scheiße. Los, los, los! Gib mir deine Waffe, Mann. Hier zu zielen ist auch fast unmöglich. Also wir können nicht anvisieren oder irgendwas in der Art. Ich habe jetzt eine Waffe und die benutze ich auch. Lauf weiter bis zur Bahnüberführung, das ist der einzige Weg. Komm weg mit dem Scheißding. Los jetzt. Waffen machen uns auch extrem verwundbar, weil wir halt so langsam werden. Das heißt, wir können maximal einen Gegner entwaffnen, einen Gegner mit der Waffe töten und dann war's das. Zumindest bei den normalen Schusswaffen. So, auf. Du hast sie fast abgehängt. Ich gebe dir Creek. Komm, Faith, holen wir dich heraus. So, und jetzt? Boah. Eieiei. Ja. So, wo lang? Ei.